Hallo und herzlich willkommen zurück zur City War Beyond. Mit dabei ist heute der Chris und der Zini. Hallo. Einen cineastischen guten Tag. So. So. Seid ihr im Dorf? Weiß ich halt gar nicht. Ich bin gerade in meiner Truhendimension. Ich gucke gerade mal, wo ich rauskomme. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Falls ihr im Dorf seid, könntet ihr euch vielleicht hinlegen. Das kann ich machen. Die Koordinaten sagen. Bin ich. Oh Gott, ich bin gerade. Ich bin gespawnt und einfach direkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt eine Explosion gab. Ja. Ich glaube, ich bin gespawnt und direkt ist was explodiert. Okay. Nice. Oder ist ein Skelett? Ach, hallo? Du gehst gerade zum Bett, oder? Ja. Ja, genau. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht es vielleicht bei mir. Ich habe jetzt Shader hier drauf. Ich hoffe, das klappt doch alles noch so, wie ich mir das vorstelle. Also, ich liege im Bett. Monster sind in der Nähe. Ich kann nicht schlafen. Also, Chris, du müsstest. Ich bin gar nicht zu Hause. Hallo, lol. Okay. Na dann, Zini, geh mal raus, weil ein bisschen Monster in der Nähe. Das wird so nix. Oder warte, ich hab okay, eigentlich ein Bild dabei. Sieht ich komisch muss aus. Eine sichere Umgebung finden. Okay, ja. Da ist ein Werwolf. Und ich hab ganz viel Sachen für dich dabei, wo ich alles mich? Nicht weiß, was das macht. Aber du weißt das bestimmt. Mich? Yeah. Cool. Du bist also für mich ist wirklich schon richtig lange her, wow. Dass ich auf dem Server war. So. Ich hab über eine Woche. Du bist doch der Man, du weißt doch was alles. Ja. Aber ich muss erstmal wieder zurück und überlegen, was ich das letzte Mal machen wollte. Durch die Welt gebackt. Groß, als ob ich. Nee, weißt du was, was wir heute machen? Da habe ich nämlich Lust drauf. Liegt sich jemand hin? Gelegt. Ich lieg schon. Das ist ziemlich aufgestanden. Ich gehe gerade. Wollen wir heute in die Loot-Dimension gehen? Gerne, gerne. Ich würde gerne erstmal meine Rüstung machen. Okay. Ach ja, ich habe noch drei Hexical-Dings gefunden. Sehr gut. Ja, dann machst du dir erst deine Rüstung und dann, wenn das schnell geht, und danach gehen wir dann, würde ich sagen, die Loot-Dimension. Dann bereite ich das schon mal vor. Kann ich mich mal den Magical Stuff bei dir rausnehmen? Ja, kannst du dir nehmen. Ich brauche mal bitte die Koordinaten von der City. X minus 673 Z 701. Achso, dann bin ich ja fast richtig, aber voll daneben. Ich war nämlich beim Höllenportal in der letzten Folge und dann bei einem Dungeon, wo Stormy und seine Freunde waren. Hm. Und das war irgendwie alles nicht so ganz richtig. Okay. Nicht so ganz. Ah ja, und ich habe ja jetzt einen Dimensionsschlüssel. Da gehe ich, glaube ich, mal in meine Dimension. Das kann sein, dass beim ersten Mal da reingehen etwas dauert. Genau. Übrigens, wo wir gleich reingehen. Wirklich. Ich habe es unter Mystery, ich glaube, dein Video kommentiert, ihr seid so doof. Natürlich habe ich Zinni einen Schlüssel gemacht. Ich habe den, glaube ich, sogar in deinem Zimmer aufgehangen. Ja, das haben wir doch danach gesehen, das war ein bisschen. Danach haben wir auch schon noch telefoniert gehabt, haben uns so drüber lustig gemacht, so von wegen. Ja, Zinni hat jetzt zwei okay, Schlüssel. Vielleicht muss ich hier die Shader mal ausmachen. War doch das gewesen. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das Ding ist, ich habe den Schlüssel gemacht. Also, Zinni meinte, er hatte keinen und dann habe ich ihn gemacht. Und danach hat er den entdeckt, dass du irgendwas geschenkt hast. Ah, ja, ich habe ganz viele gemacht für Zukunft. Okay, ich sehe deine Dimension auf jeden Fall. Und ich glaube, dazwischen ist ein Stormy seine Dimension. Genau, Stormy seine, Chris und meine sind da und deine. Ja. So viele sind da noch gar nicht. Mysteries und meine sind direkt nebeneinander. Du musst es sagen. Das ist ja wunderbar. Eine hexige Blume. Trollololol. Hast ja noch gar keine. Nee, ich habe jetzt sagen. Im Twilight Forest 11 gefunden, jetzt draußen 4 gefunden. Läuft. Hab ich Fackeln dabei? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Und ich habe, während ich unterwegs war, eine Insel gefunden. Oh, hier geht's ab. Mit zwei Bergen. Eine Slime-Insel. Oh, cool. Da gab's ein Slime-Sapling für einen Slime-Baum. Das ist cool. Ja. Den kann ich dann mal bei uns pflanzen. Und dann macht er ganz tolle Sachen, wie wachsen. Wachsen. Ich bin mal gespannt, ob wir Glück haben mit unserer Loot-Dimension oder eher Pech, dass wir gleich irgendwie so Endbosse haben. Oder ob wir wirklich direkt looten können. Bin ich mal gespannt. Ich mach mal das Portal. Wo bist du denn? Dahin, wo unser Lager ist. Ah, am Lager bist du. Und dann passt das, können wir quasi von der Loot-Dimension immer zum Lager alles lagern und dann wieder weiter looten. Ich habe noch zwei Rucksäcke voller Stuff.
Ah, Leute, das wird so gut. Das wird so gut. Ihr werdet euch so freuen, wenn ich wieder da bin. Ich habe so tolle Sachen für euch dabei. Ich habe euch allen was zu spielen mitgebracht. Und Schokolade. Juhu. So. Ja, mein Gott, das sieht irgendwie nicht so sinnlich aus. Oh, wie schnell die Büsche hier wachsen, das ist ja wunderbar. Was anders und symmetrisch. So. Zini, hast du soweit alles für deine Rüstung? Nee. Ich hab noch ganz viel, Ich bin auf dem Weg, aber ich komme nicht. Ich hab genau einen Diamanten. Ich hab 8 Diamanten im Inventar. Wait for me. I'm your hero. Gold brauchen wir auch, gell? Gold und Obsidian. Ich habe auch Obsidian, aber nur einen Block. Ja, warte, Obsidian kann ich mir noch farmen gehen. Okay. Mach ich mir mal. Okay, na cool. Ich hatte in letzter Zeit so oft während Aufnahmen angerufen. Das ist Wahnsinn. Ey, das ist nice, oder? Ja. Während Aufnahmen angerufen zu werden, ist richtig fresh. Was Schönes. Lohnt sich. Ach, wir hatten hier vielleicht schon sortiert. Im Lager. Ich hab da ein bisschen Stuff reingepackt. Wie hier jemand bringt das in Unordnung? Weißt du, ob du zufällig irgendwo Fackeln hingemacht hast? Nein, ich glaube nicht. Da sind keine Fackeln. Wow, eine Schnecke! Kannst du doch einfach aus meinen Öfen Dings nehmen. Hä? Kohle. Kohle. Ja, ich hab mich jetzt einfach zugeportet. Okay. Da ist eine Fackel in meiner Kiste. Ist hier mein Haus, unser Haus, das Haus. Ja, hey, aber hier sind gar nicht mehr so viele Blumen. Überall nur Gras. Naja, wenn du so viel wegraust, ne, das ist dein Ding. Ja, man muss auch seine Plantagen mal fördern. Ach, mein schöner Chocobo-Stahl, ja, ja. Wo war denn hier? Das klappt mit dem Portal? Oder ob das da auch wieder Probleme gibt? Ich will dabei sein, lass mich dabei sein. Das ist aber ganz schön knapp gesagt, das ist nur mit Glück. Wie viel Obsidian brauche ich? Unterschiedlich. Also je nachdem, was du dir halt für einen Teil machst. Für eine Scale. Ich bin doof. Du brauchst halt für einen Helm brauchst du 3. Für einen Unterschlag, du brauchst sogar für alle. Okay, für die Brustplatte brauchst du auch 3. Für die Hose 5 und für die Schuhe 4. 3. Also 15. Wenn das die Summe ist, aus diesen 4 genommen zu haben, dann ja. Da hast du viele Hexenklessenzen gefunden, Chris. Ich hab, Ist Wasser dabei? Nee, natürlich nicht. Was ist denn ein Respiration? Wie geil. Aus dem Twilight Forest ist gerade ein Hirsch gekommen. Nee, nicht so gelaufen, Nice. Mega cool. Warte, das tue ich mal zum Schaf locken. Mhm. Komm. Du schaffst es? Nein, du schaffst es nicht. Dumm. Lock mal wieder. Das wäre halt voll passend zu Weihnachten, wenn jetzt ein paar Rentiere hier rumstehen haben. Echt lustig, ja. Da ich gerade nicht weiß, brauche ich es einfach mal ganz provisorisch schon an. Dann versuche ich es mal irgendwie wegzulocken, dass wir vielleicht wirklich so... Nein. Zurück. So. Vielleicht können wir die irgendwie züchten. Ja, Chris, kommst du? Ja, ohne Moment, ich habe hier gerade noch meine Rüstung repariert. Guck mal, wie toll ich bin, ich habe eine reparierte Rüstung. Hallo. Jo, hallo. Warte kurz, ich muss kurz gucken, wie viel Level ich habe. Meine Level werden dir nicht angezeigt. 22, cool. Ich habe noch ganz tolle Sachen für dich, die du noch gar nicht gesehen hast. Wirf dir gleich alles zu, dann bist du voll mit Zeug, ja. Geil. Geil. Dann zeig mal her. Warte, ich pflanze noch Bäume. Nee, machst du jetzt nicht. Doch. Nee, guck mal hier, die sind so schön. Die sind so schön. Guck mal, wie schön die sind. Ich hoffe, die vermehren sich nicht. Vermehren sich doch nicht. Bäume vermehren sich nicht. Bäume sind keine Lebewesen. Nein, ich meine setzlingmäßig, dass wenn wir die wieder abbauen, dass wir mehr Setzlinge bekommen, dass wir die irgendwo anders dann platzieren können. Ja, das ist doch klar. Was backst du denn so da? Guck mal, ich habe noch das hier für dich. Und das hier. Mhm, das kenn ich schon mal. Das hier und das hier. Das hier. Wo, was ist das denn? Eine Enderperle. Okay. Enderperle. Was man damit machen kann. Was kann man damit machen?
Slimeballs. Und das sind die Teile, das ist quasi der Stamm von diesen Bäumen. Das sind neue Trampoline. Geil, ne? Der Slime, der gemoddete Slimeblock. Kannst du auch auf den hier machen. Kannst du auch Trampolin draufspringen. Oder du singst ein. Nee, für die Scale Armor extra. Das ist voll geil. Viel Spaß gehabt. So, 13. Lass uns daraus Schleimbälle machen, das macht Sinn. Warte, ich hab hier... So, die richtige. Und ich hab das hier, ich weiß nicht, was das ist. Ah, das Büßlein. So, noch ein und dann hab ich's. Perfekt. Ja, das kannst du benutzen wie normaler Slime-Kuss. Das hier. Ja, ich mach's in Wunsch. Für nichts. Cool. Okay. Wenn Zinni wieder da ist, kriegt er ganz viele hexige Lizenzen. Oder ich pack sie in seine Kiste. Das ist aber schon. Vor allen Dingen, der hat da schon 15 drin. 15 hexige Lizenzen und 7 Obsidian. Wo? Okay. In deiner Kiste. In welcher? Die bei dir zu Hause steht. Wo du vorstehst mit freundlichen Grüßen. Ah, okay. Gut, dass du das jetzt schon bemerkst. Ja. Komm mal, den auch noch. Gut. Ah, ein Vielleicht Keller im Keller. Ja, ja. Fokus, Fokus. Obsidian kann man nie genug haben. Das ist die Loot-Dimension. Ja. Lass mich bitte erst mein Zeug sortieren und ein Legia-Bow machen und dann gehen wir dahin. Okay? Alles klar, hier sind 5 Jahrhunderte noch. Ich gehe nur mal kurz in die erste Dimension rein, gucken wir es mal an, ja? Okay. Juhu. Wieso? 2 Gold. Das kann jetzt gut dauern, dass es ein bisschen dauert, bis es geladen ist. Ah, okay, der Server leckt auch. Ja. Aber extrem. Halt, ihr müsst euch vorstellen, der generiert jetzt halt, der Server generiert zum ersten Mal so eine unendliche Dimension. Nice. Und ultra viel. Bitte warten. Oh. Connection lost. Zeitüberschreitung. Da sind wir wieder. Und ich hat's auch zurückgeschafft. Bin in der anderen Dimension. Hui, hui, hui. Ich habe einen Dungeon Cave bekommen. Nice. So, ich habe 4 Gold. Oh, Screenshot für die Folge. Ja, das will ich mir wieder mehr angewöhnen jetzt, dass ich mit Screenshots arbeite. Doof. Ja, offensichtlich. Und für die Leute, die den Mod nicht kennen, das ist der Runic Dungeon Mod. Aber wenn man in diese Dimension kommt, bekommt man so einen Schlüssel. Und dass halt diese unendliche Dimension nicht zu OP ist, kann man sich immer nur einen von 4 Gängen sich entscheiden, wo man lang geht. Man hat einen Schlüssel, damit öffnet man dann zum Beispiel hier das hier, kommt man in den nächsten Raum. Und in jedem Raum ist irgendwo ein Schlüssel versteckt, beziehungsweise ein Endboss. Und wenn man den tötet, kriegt man den Schlüssel, um weiterzukommen. Und so funktioniert das dann bis ins Endlose rein. Und ja, das machen wir gleich. Ich muss jetzt leider warten, bis die anderen kommen. Ja, da muss wohl jemand warten. Achso, jetzt gehe ich zurück, schieb mir das Server wieder ab. Ah ne, jetzt bin ich in meine portale Dimension gegangen. Na gut. Nice. Geht er nicht ab. Wirklich eine Kiste, wo Essen drauf ist, drin ist? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich hab noch was gefunden hier, Monkey Bone. Okay. Kann ich dir gleich mal zeigen, wenn ich bei dir bin. Ja. Ah ne, guck mal hier. Hab ich von diesem Affenkönig bekommen, den ich geschlachtet habe. Monkey Bone, okay. Cool, ich hab grad Bone, also Bohne verstanden. Nein, Bone ist es nicht. Keine Rocketbohne. Okay, ich bräuchte noch... Du hast alles in deiner Kiste, du brauchst gar nichts. 2 Diamanten. Warte, ich hab Diamanten. Ich hab ganz viele Diamanten. Und 4 Gold. Ich hab 3 Gold. Und 3 Goldblöcke. So komisch, diese Mischung zwischen Eisen, ja. Rüstung, Scale-Rüstung und Kettenrüstung. Warte, komm her, Zinni. Ich hab alles, was du brauchst. Alles, was dein Herz begehrt. Lol, Chris, guck dir mal, die ersten 2 Schleimbäume sind gewachsen, die aussehen. Oh Mann. Ja, ich weiß. Ja, aber wie kann man nie. Nein, guck mal, wie sie gewachsen sind. Guck mal, ich hab noch was für dich. Guck hier, Mr. Way. Guck hier. Komm her. Sei ein feiner Junge. Alter, wie viel Enderperlen, krass. Danke. Ja. Und ich hab so ein goldenes Herz gefunden. So, Goldenes? Ah, okay, so eins hab ich auch schon. Ich hab 2 davon. Jetzt noch Brustplatte und Schuhe, okay. Brustplatte. Schau dir mal kurz ein bisschen weiter abseits vom Weg an, okay? Naja, ich wollte die da auch nur erstmal hinpflanzen. Damit die da erstmal stehen, ne? Glaubst du, die stehen irgendwo? Und ich sag Bescheid, sobald wir in die andere Dimension können, weil du siehst.
die Spende von der Folge heute. Ach, Goldblock, wie kriegst du den jetzt auseinander? Na, mit Dings. Eine Menge von Tassen. Ich weiß, was richtig genau. Schade ist. Du hast, ne. Mit der Schmelze, oder? Was? Nein, einfach den Goldblock in dein Inventar legen. Ach so, kriegen wir den dann so auseinander? Ah ja, okay, wusste ich gar nicht. Siehst du mal. So, also ein Minecraft-Pro bin ich. Wieder was gelernt. Das ist doch cool, einen Regenbogen haben gesehen im Twilight Forest. Voll schade, dass du nicht abgedacht hast und einen Sapling mitgenommen hast. Ich finde, das würde voll gut hinpassen, wenn da so zwei, drei von diesen Bäumen stehen würden. Ja. Würde ich cool finden. Aber leider nicht. Leider nicht, tut mir leid. Was ist denn hier schon wieder los? So. Machen wir jetzt mal weiter. Zack und zack. Wo stelle ich denn? Das Loch da. Und Leck dann geht's. Noch Schuhe. Nee. Das mir, okay. Ich hab halt gedacht, weil da so Items im Lager. Was ich nicht angesammelt hab. Es leckt nicht, das ist gut. So. Hä? Wo ist denn der andere? Hexica Diamond. Kommt Leute, kommt, kommt. Ich will looten. Ja. Aber wir müssen noch ein paar Sachen weglegen noch. Wenn mein Inventar jetzt schon voll ist. So. Da jault der Wolf. Ja, weiterbauen will ich dann auch ein anderes Mal wieder, aber noch nicht jetzt. So, dann machen wir das hier mal alles raus. Und jetzt kommen wir hier rein. Okay, den Schlüssel muss ich wieder mitnehmen, ganz wichtig. Ich habe sogar eine Schallplatte gefunden. Echt? Ja. Und so lustig, dass hier in Vice City War Beyond einfach Diamanten nicht so viel wert sind. Ich überlege, man könnte einfach mal so ein paar Schallplattenspieler machen. So, okay. Ich habe ganz viele Zaubertische gefunden. So, ich muss mal kurz. Ja, sieht schick aus. Herzlichen Glückwunsch auch zu deiner Rüstung. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir unbesiegbar, würde ich sagen. Hat jemand, hat eine Stadt schon 3 Scale Armuts? Ich weiß nicht. Nein. Da würde ich dran zweifeln. Okay, dann komme ich auch ganz schnell zu euch runter und dann kann es losgehen. Ja. Wie ist das denn alles hin? Ah, das ist ein schönes Bild. Das ist so ein schönes Bild. 3 Leute mit Gelamon. Ja. Monster Drops hier. 18. Soll ich euch mal mit dem tollen neuen Schwert hauen? Ja, mach mal. Mach mal wirklich. Okay. Geht nicht. Mach mal mehr. Schlag mich. Mehr. Ich krieg ein halbes Herz jetzt. Okay. Schlag mich. Ja, ist halt auch auf der schwächsten Stufe wahrscheinlich, ne? Ja. Nee. Ist so okay. Impressive. In die andere Dimension. Aber, ich muss erst meinen Rucksack mehr machen. Ach komm. Warum kriegst du dafür ein Achievement? Genau. Ja, genau. Okay. Du bekommst Achievement Create Organic Dungeon Portal. Ja, weil du es auch gerade gemacht hast. Was? Okay. Du hast gerade ein Schiff bekommen, dass du das Portal erschaffen hast. Ja, super. Total. Ja, meine Zuschauer werden sich jetzt sehr freuen, dass ich nicht in den Dungeon gehe und alle Hasskommentare schreiben. Ist mir egal. Aber du kommst jetzt gleich, oder? Ja, gleich. Aber nicht jetzt. Jetzt in den welchen Raum gehen wir? Ich würde sagen... Da. Okay, ich mach mal hier den Schilder aus. Ja, ich glaube, ich mach den auch mal aus. Irgendwie backt der ein bisschen rum. Ich würde jetzt einfach rumschmachen. Chris, drück mir schon mal die erste Tür hin. Ja, mach doch. Wow. Okay, Chris, pass auf, ich bin gar nicht da. Wow. Ich bin Spawner, ne? So, weg. Da ist ein unsichtbares Skelett, kann man ja machen. Ihr habt keine Fackeln bei, ne? Ne. Ich hab einen Hexenkampf hauptsächlich schon getroffen bekommen. Wow, was ist da alles hier drin? Oh, geil.
Richtig geile Items einfach jetzt schon am Anfang. Ich hätte auch meinen Rucksack leer machen sollen, verdammt. Tja, deswegen habe ich meinen leer gemacht. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe Melonenkerne bekommen, Leute. Das hat auch noch keiner, kann das sein? Zinni, bei mir stehst du einfach immer noch hier. Ach ja, einfach mal 2 Diamanten. Okay. Ach, Zinni, bist du noch in der echten Welt? Jetzt bin ich in der echten Welt wieder, ja. Achso, dann gehe ich jetzt auch da rein. Hui. Ich komme gleich wieder. Ich gehe gerade meinen Rucksack leer machen. Ich komme da nicht rein. Rechtsklick. Rechtsklick. Sag mir das doch. Wir alle diese ganzen Achievements bekommen, ich nicht. Nice. So, na, was geht? Ja, so. Warte mal, ich hab hier was für dich. Deckfackel. Dankeschön. So, Chris, wir machen jetzt ein Rätsel für dich, okay? Ja. Finde einen goldenen Schlüssel in diesem Raum. Oh. Wissen Sie übrigens, kommen hier diese Blöcke mit Löchern, da kriegst du Schaden für. Das ist nicht schön. Schlüssel in diesem Raum. Mhm. Da irgendwo. Oh. Muss ja irgendwo sein. Was ich hier einfach noch alles drin habe, das ist ja unglaublich. In irgendeiner Kiste vielleicht. Nee. Obsidianblöcke. Gut, dass du eine Diamantspitzhacke mit hast. Ja, ne? Jetzt muss man auch noch so einen richtigen abbauen, wo eine Kiste drunter ist. Also das kenne ich schon, diesen Raum. Ja. Gut, dass du den kennst. Ich komme! Erscheinen reicht! Okay, Chris, du darfst entscheiden, gehen wir zurück oder gehen wir hier weiter? Lass uns das demografisch entscheiden. Demografisch. Ja, mach mal, Tim hat das erste Mal entschieden, jetzt entscheidest du. Ich sag geradeaus, immer der Schnauze nach. Okay, wunderbar. Oh. Oh Gott. Nochmal auf die Seite. Ja, erstmal nehmen wir den Scanner. Das sind die wichtigsten für mich. Ja. Okay. Hast du den anderen? Ja. Alte Rune. Ja, läuft. Hast du? 2 Enderperlen. Okay. Fern hol ich mal. Oh, jetzt sind wir wieder da. Wir haben Schlüsselkram. Das ist so krass, wie diese. Gleich mal in einen anderen Raum rein. Wieso kriegst du denn noch Schaden? Weil du auf Blöcke teilweise roten Dingern stehst. Ah, okay. Diese und Blöcke mit Löchern, die man schauen. Dann kriegst du mich mal mit. Das ist so doof, okay? Sonst hab ich. Oh, jetzt hier. Ich sei da nicht okay. Okay, und ich würde sagen, wir gehen jetzt runter, da wo es halb ist. Oh. Oh, Wither-Time. 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 Wo ist denn Vogel? Was müssen wir machen, um nochmal den zu erwecken? Nochmal. Den müssen wir nochmal neu setzen. Ich glaube, den. Ja, den Dings nochmal neu setzen. Ja, da ist er. Diese Vase hier zerschlagen. Oh, da ist Gold drin. Das ist so wie. Achtung, Leute, geht da weg von der Explosion, das machst du. Ja, stimmt, schön. Der macht ja. Ach, danke. Trotzdem. Und ab geht's. Okay, mach ich. Das war's. Das war jetzt nicht so schwer. Das hat in CWN irgendwie länger gedauert. Ah, ich dafür war du hart. Guck mal hier, ganz dumm. Oh ja, das war schon da. Den Netherstern habe ich. Das ist ein anderer Wither, Leute. Wir kriegen doch keine Wither-Sterne. Doch, ich habe einen Stern. Da hast du den? Ja. Ah, oh, cool. Okay, cool. Okay, Zinni, du bist dran. Geradeaus. Okay, das ist ein reinlegen. Oh, der hat mein Track geklaut. Und noch hätte ich mir Zeit, so nichts anderes abbauen. Also nicht von mir. Ich glaube, das ist nicht gut. So. Ich habe alle 4 Spawner abgebaut und ihr wart nicht so nützlich. Ist hier oben auch was drin? Das fehlt doch nicht. Wir müssen Eisen sogar mitnehmen. Ja, da oben ist der Schlüssel drin. Ah, okay. Was ist das hier? Obsidian, kann auch mitnehmen. Oder auch nicht. Du musst halt den richtigen Pack haben. Wir sind ja so ein Poker. Wir kriegen so viele von diesen Platzbeuteln. Voll geil. Danke. Bitte? Okay, da ist der nächste Schlüssel. Ist das entscheidend? Warte, wir gehen da lang. Okay. Hallo. Da lang? Nee? Ja? Ah, cool. Oh, okay. Cool. Was ist das? Ein Labyrinth. Oh, cool. Oh, da waren besondere Dinger drin. Da waren.
Wenn wir hier durchlaufen, gibt es doch noch eine Möglichkeit, wie ein Schlüssel sein kann. Das weiß ich nämlich zum Beispiel hier jetzt überhaupt nicht. Weil ich den Raum nicht kenne. Ich bin noch gar nicht am Start, aber gut. Ich komme mal voll gut an den Melonenkern und sowas. Bücher kann man nicht abbauen, oder? Ich glaube nicht. Das wäre unfair, dann wäre es ja kein Labyrinth. Doch, die kann man abbauen. Krass. Ja, okay. Oder das kann man nicht tatsächlich abbauen? Hallo. Hallo. Doch, ich kann man abbauen. Warum nehme ich Redstone mit? Bin ich irgendwie Redstone-süchtig? Das ist eine Kiste. Redstone kannst du ruhig mitnehmen. Das ist gut zum Waffen verbessern. Achso, cool. Ja, aber wo ist jetzt hier? Ah, da. Oh, es laggt. Hier? Hier muss ich anscheinend hochbauen. Was muss man sich hier hochbauen? Ich glaube. Nein. Mit Obsidian. Ja, locker easy, ne? Okay, hier geht's weiter. Nice. Ich hab wenigstens die Treppe so gebaut? Natürlich nicht. Ich komm da nicht lang. Doch, mach einfach noch ein paar Bücher weg, dann kommst du da auch lang. Na gut, das geht ja, ne? Ja. Oh, aua. Entschuldigung. Ich hab mich gerade geschlagen. Das finde ich nett von dir. Oh, man kann sogar Bücher hier rausbekommen. Wenn die wieder Axt dabei. Ich hab 4 Stacks Bücher von meiner Reise mitgebracht, übrigens. Okay. Oh. Also Lapis, hol mal mit. Ah, hier. Hab einen Dungeon Key. Nice. Yeah. Okay. Das kann weitergehen. Unten können wir nur lang, oder? Ja, genau. Aber man nicht noch gucken, ob hier irgendwas ist. Ich glaube, das sind die jetzt überall gewesen. Da ist noch eine Kiste. Ah, ne, das war die. Ja. Okay. Die Kiste, komm mal hier. Wollen wir hier lang? Ja, wo lang? Und Chris. Da, wo der Name ist. Hallo. Ja, wir sind schon in den Ferien. Hä? Seid ihr schon in die Kiste gegangen? Ja. Oh, nee, darf ich die coolen Sachen mitmachen? Ist das schon cool. Oh, zwei Diamanten. Ach, die Diamanten schon, obwohl er noch so. Ja, ich Ninja-Loote einfach mal. Ja, was hat das für ein Geräusch? Und das dann ein Diamant, ist sehr schön. Ja, mein Rembora brennt. Der ist eine Pussy. Mhm. Nur weil er brennt. Ja. Gut, ich würde sagen, wir wenden die Folge an der Stelle und machen nächste Folge hier weiter, oder? Ich bin ja dann raus. Achso. Ich gehe dann gerade zurück, würde ich sagen. Okay. Gut, dann wende ich schon und dann können wir noch weitermachen. So übergangmäßig. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Mystery. Und tschüss. Ciao, ciao. So, liebe Leute, ich gehe noch schnell nach Hause. Mach dich. Hier ist ja auch eine Stimmung. Eine Bombenstimmung ist hier. Bombenstimmung. Na, wieder in schön hier. Ach, aus dem Bogen mit, der brauche ich mir nicht extra einen Bogen craften für mein Legia-Bow. 3, 2, 1. Okay. Ich bin noch gar nicht bereit. So, und ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.